Wie vertritt man eine wissenschaftliche Meinung im Text? In der angewandten Informatik haben wir meistens ein Problem, das wir lösen wollen. Dann behaupten wir, dass wir irgendeine Methode entwickelt haben, um dieses Problem besser lösen zu können. Und um das dann vertreten zu können, muss man es irgendwie validieren. In der angewandten Informatik haben wir relativ wenig formale Beweise, sondern meistens sind es Evaluierungen, dass man das System im wirklichen Leben sich anschaut oder den Mechanismus, den man verbessert hat oder den zugrunde liegenden Algorithmus, um zu sehen, ob der das wirklich leistet. Das heißt, man muss sich über die Validierung und Evaluierung der Ergebnisse viel Gedanken machen. Und dann kann man darauf basierend argumentieren, warum das ein guter Ansatz ist. Und das hat sich auch in den letzten 10, 15 Jahren stark geändert, dass die Evaluierung einen wesentlich größeren Teil der wissenschaftlichen Arbeit bei uns in der angewandten Informatik ausmacht. Das war vielleicht vor 20 Jahren noch anders. Im Text ist das immer ganz klar hervorgehoben, was der eigene Beitrag ist und welche Meinung wir haben. Ja, das muss man ganz prägnant zusammenfassen. Wieder ein bisschen übertrieben dargestellt, in der angewandten Informatik haben wir nicht lange Textpassagen und bauen ein Argument auf das andere auf, sondern wir strukturieren ganz klar, wir haben eher kurze Absätze, wir haben Zwischenüberschriften, wir sagen am Anfang einer Einheit, was wir sagen werden, und dann bauen wir das ein bisschen aus und dann wiederholen wir das nochmal. Also wir gehen auch davon aus, dass ein Text nicht von vorne bis hinten gelesen wird, sondern dass man herumspringt. Das heißt, eine Meinung, die man vertritt, wenn man sagt, ich habe einen besseren Mechanismus, um Angriff auf ein bestimmtes System abzuwehren und der funktioniert so und so, dann muss man das in einem Satz oder in zwei Sätzen prägnant sagen können. Ja, und man baut dann auch Vorwortreferenzen in den Text ein, wo man sagt, wo kann man Belege dazu finden, dass das auch stimmt. Also wir haben das dann gemessen, siehe Abschnitt 3.1. So. Also in der Wissenschaft könnte man sagen, ist eine Meinung eventuell eine Hypothese oder eine Meinung ist eine Erkenntnis aufgrund von Forschungen. Aber so eine Alltagsmeinung zu vertreten in der Forschung, das ist ein bisschen schwierig. Das heißt, man kann durchaus Alltagsmeinungen in der Argumentation verwenden, aber man muss darüber nachdenken, wie man sich zum Beispiel einer Alltagsmeinung nähert. Zum Beispiel, wenn Sie irgendeine Meinung äußern, ich liebe Blumen, ich habe gern Blumen in meinem Zimmer, weil sie wunderschön sind. Und es ist für mich erheiternd oder es bringt Glück in meinem Leben. Da können Sie das umändern in eine wissenschaftliche Fragestellung, indem Sie fragen, ja, inwiefern engt das Schöne oder inwiefern wird das Schöne durch die Nähe zur Natur, zum Beispiel durch Blumen und Pflanzen im eigenen Wohnumfeld. Also das wäre eine Forschungsfrage. Und dann davon ausgehend können Sie schlecht eine Meinung äußern, sondern Sie werden Hypothesen und dann Sie werden recherchieren, Sie werden sich ein Bild machen über erstens das Thema das Schöne, was ist das Schöne, wo wurde es in der Philosophie gesehen und wie nähere ich mich in den Sozialwissenschaften empirisch dem Schönen, zum Beispiel dadurch, dass ich Interviews mit Menschen machen kann und ich frage sie, was sie schön finden und dann versuche ich dieses Thema in Zusammenhang mit Natur und mit Blumen in der Wohnung und so weiter. Also das kann ich dann im Rahmen einer empirischen Erhebung versuchen festzustellen. Wenn ich das dann festgestellt habe, ist das, was ich schreibe, bereits keine Meinung mehr, sondern eine Erkenntnis. Also die Meinung steht schon am Anfang da, aber vielleicht meinten Sie auch eine Aussage oder eine Stellungnahme, aber Meinung ist ein Begriff, der mit relativ großer Kritik betrachtet wird in der Wissenschaft. Wenn auch man Meinung vertreten kann am Ende. Am Ende hat man natürlich schon das Ziel, Meinungen zu äußern. Die Frage ist nur, wie sie begründet werden. Weil man in der wissenschaftlichen Argumentation dort alles, was man sagt, auch begründen sollte und auch belegen sollte.
Ja, also wissenschaftliche Meinung muss man dann unterscheiden von anderen Meinungen, um das richtig in den Blick zu kommen. Also eine Meinung ist einfach erstmal, dass man von irgendwas überzeugt ist, dass man irgendeine These, eine Idee hat. Und die haben wir natürlich jederzeit im Alltag, in politischen Hinsichten, auch da, ob noch Milch genug im Kühlschrank ist oder nicht. Wir müssen uns also jetzt eigentlich fragen, was ist Wissenschaftlichkeit? Was macht eine Meinung dazu, dass sie ein Teil der Wissenschaft ist? Und da, glaube ich, ist ganz wichtig zu sagen, dass die wissenschaftlichen Thesen und Theorien bilden eine Gesamtheit. Sie bilden ein Ganzes. Und von daher ist wichtig, dass eine wissenschaftliche Meinung irgendwie hereinpasst in diese Gesamtheit. Sie muss sich beziehen auf wenigstens einen Teil dieser Gesamtheit. Was heißt jetzt hier beziehen? Das kann Verschiedenes heißen. Einerseits kann eine Meinung wissenschaftlich dadurch sein, dass sie begründet ist durch andere wissenschaftliche Ergebnisse, die wir bereits haben. Also zum Beispiel, wenn man sagt, Junggeselle zu sein, verkürzt die Lebenserwartung. Nehmen wir das mal als eine wissenschaftliche Meinung aus der Medizin. Also verheiratete Männer leben länger. Dann erwartet man natürlich, dass es jetzt da Statistiken zu gibt, dass es da Erfahrungswerte gibt, auf die diese Meinung aufbauen kann. Es ist dieses Aufbauen auf Begründungen, was die Meinung wissenschaftlich macht. Aber nicht nur das. Eine wissenschaftliche Meinung muss auch in einem Spannungsverhältnis stehen zu anderen wissenschaftlichen Meinungen. Denn einfach nur etwas zu sagen, was eh schon alle akzeptieren, ist noch nicht wirklich wissenschaftlich. Dann weiß man halt etwas über die Wissenschaft. Also man weiß, dass Einstein sagt, E gleich mc Quadrat. Das ist noch keine wissenschaftliche Meinung. Eine wissenschaftliche Meinung ist es auch und vor allem dann, wenn man sich kritisch auf andere wissenschaftliche Meinungen bezieht. Denn Wissenschaft hat ja immer einen Stand, den Forschungsstand, über den wir schon gesprochen haben. Und man erwartet von einer wissenschaftlichen Meinung, dass sie sich an irgendeiner Meinung, an irgendeiner Stelle von der hergebrachten wissenschaftlichen Meinung unterscheidet. Also ich fasse zusammen, zwei Elemente sind wichtig. Man muss sich für seine Begründungen auf das gegebene wissenschaftliche Wissen beziehen, einerseits. Und zweitens muss man in irgendeinem Spannungsverhältnis stehen zu anderen bereits etablierten wissenschaftlichen Überzeugungen. Das macht etwas nach meiner Ansicht wissenschaftlich. In unserem Fachbereich ist es natürlich wichtig, die eigenen Ergebnisse im Gesamtkontext der momentanen Fachliteratur zu beleuchten. Aussagen, die getroffen werden in einem Text, müssen daher mit Publikationen belegt werden. Interpretationen oder Spekulationen sind fehl am Platz. Vor allem müssen die eigens generierten Daten auch im Gesamtkontext diskutiert werden. Sie müssen bewertet werden. Passen meine generierten Forschungsdaten zum aktuellen Forschungsstand? Weichen diese davon ab? Warum weichen sie davon ab? Hier muss alles mit Publikationen belegt werden. Eine wissenschaftliche Meinung im Text zu vertreten, bedeutet auch immer, die wissenschaftlichen Erkenntnisse anderer mit Publikationen zu belegen, um die eigene Aussage zu stärken. Wie vertretet ihr eine wissenschaftliche Meinung im Text? Also was mir so auffällt, besonders jetzt im Masterstudium, ist, dass ich dafür mehr oder weniger trainiert wurde, im Bachelorstudium irgendwie eine Meinung zu vertreten. Ich musste echt viele Seminararbeiten schreiben, ich musste immer eine Meinung beziehen und jetzt langsam im Masterstudium merke ich, dass ich ein Bauchgefühl dazu kriege. Also das wäre so mein Tipp, auch mal auf das sich verlassen, wenn man einen Text liest und sich einfach denkt, wow, das ist falsch. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß jetzt schon, es ist falsch. Dann ist das vermutlich mal ein guter Ausgangspunkt, um zu starten, warum glaube ich, dass es falsch ist. Gibt es da irgendwelche offensichtlichen Fehler in der Argumentation? Oder mal nachforschen, ist diese Position überhaupt weit vertreten? Gibt es da Stimmen, die eh schon dagegen sprechen? Oder ist man da sogar selbst in der Minderheit? Und dann kann man immer wieder nachforschen, warum ist es so? Was für Annahmen vielleicht, auf denen das Ganze beruht, kauft man gerade nicht? Und sind das dann gute oder schlechte Annahmen? Sollte man die vielleicht dann doch übernehmen? Oder hat man vielleicht einen guten Grund, da dagegen zu argumentieren? Also ich würde so sagen, immer wenn man versucht, eine Meinung zu vertreten, als Erste auf das Bauchgefühl vertrauen, ob man jetzt voll zustimmt oder voll ablehnt und dann herauszufinden, warum das so ist und ob sich aus dem Ganzen dann eine gute Argumentation oder ein guter Blickwinkel bauen lässt, den man dann weiter ausbauen und vertreten kann. Ich denke, das ist eine eigentlich
wichtige Frage. Und manchmal habe ich auch den Eindruck tatsächlich, dass man in seinem Studium auch nicht immer gut darauf vorbereitet wird. Also dass man dann auch so, also man sagt uns ja immer, okay, sag nicht so deine persönliche Meinung in der Hinsicht, so ja, also ich denke das bla bla bla. Also, aber man sollte schon irgendwie in einer Seminararbeit, in einer Bachelorarbeit, in einer Masterarbeit halt schon irgendwie so klare Argumente haben, eine klare These, und dass man auch irgendwie mehr einem gesagt wird, ja, okay, dann kannst du auch vielleicht sagen, okay, ich vertrete diese Meinung und das sind so meine Argumente und so weiter. Und dass man irgendwie relativ oft schon den Eindruck hat, okay, dann sollte man so ein bisschen sich so einlesen und dann so ein bisschen die AutorInnen finden, die dann auch dementsprechend eigentlich. Und wenn es dann darum geht, wirklich eine eigene Forschung zu treiben und dass man dann auch wirklich so die Daten dafür sammelt, die dann auch für deine Argumente stehen, und dann, ja, dann kann man auch wirklich so selber seine eigene Theorie, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass man dann auch wirklich so seine eigenen These aufbaut. Also wissenschaftliche Meinung in der Mathematik ist nicht wirklich eine Meinung, sondern da werden einfach Beweise geführt, und wenn der Beweis passt, dann stimmt halt die Aussage, die bewiesen wird. Aber ich glaube, dass man sehr viel mit dem verknüpfen kann, mit einer wissenschaftlichen Meinung, weil diese logische Schlussfolgerungen, die müssen ja auch, wenn man wissenschaftliche Meinungen hat, da sein. Also da muss man schon gut argumentieren können, dass die wissenschaftliche Meinung auch unterstützt wird. Und ich glaube auch, dass die Annahmen, die gemacht werden, ich glaube, das hat Marlene eh schon ein bisschen erwähnt, also dass die Annahmen auch wirklich Sinn haben müssen und auch zum Thema passen müssen. Also ich glaube, da kann man sich schon sehr viel mitnehmen, wie ein normaler Beweis ausschauen würde für eine wissenschaftliche Meinung. Also ganz kurz, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, ich denke mal, das ist vielleicht, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern das nur KSA-spezifisch ist oder nicht, aber was uns eigentlich auch gesagt wird, ist, wenn wir dann tatsächlich eine Feldforschung treiben, wenn wir dann ins Feld gehen, man hat natürlich immer seine Grundannahmen, das ist ja normal, also bevor man irgendwas anfängt, genauer zu erforschen, dann hat man halt seine Ideen, dann denkt man, okay, das ist so. Allerdings wurde uns auch von Anfang an gesagt, und das halte ich auch für richtig, ist, man sollte auch immer bereit sein, dann irgendwie im Feld zu erfahren, dass ein paar Sachen tatsächlich nicht so sind und auch nicht so wahrgenommen werden. Also auch diese Bereitschaft mitzunehmen, okay, man denkt, es ist so, aber auch, ja, das kann tatsächlich auch ein bisschen in Frage gestellt werden, und dass es auch mehrere Aspekte gibt und dass man dann vielleicht am Ende auch so ein bisschen so seine Meinung abwägen kann. Und wie gesagt, diese Bereitschaft, sich selbst auch in Frage stellen zu können, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Aber die Grundannahmen hat man sowieso. Also selbst wenn es wirklich nur eine Seminararbeit ist und man muss erstmal ein Thema herausfinden, wenn man dann erstmal eine Idee hat, dann hat man ja auch schon Grundannahmen dabei. Also das ist ja irgendwie normal. Und solange man dann irgendwie nicht so stur bis zum Ende das irgendwie durchmacht, dann ist es, glaube ich, ganz gut, sich näher damit zu befassen. Also für mich ist wesentlich, dass eben eine wissenschaftliche Meinung wirklich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen eben beruht oder fußt und diese dann eben auch wiederzuspiegeln hat. Und das muss ja zwangsweise nicht auch meine eigene persönliche Meinung sein oder meiner eigenen persönlichen Meinung entsprechen. Also das ist auch wichtig, irgendwie diesen Unterschied auch, sich diesem Unterschied eben bewusst zu sein. Mir ist aufgefallen im Masterstudium, dass bei uns schon auch großer Wert darauf gelegt wird, gute oder von weniger guten Literatur zu unterscheiden und nicht nur stur sozusagen das Gelesene 1:1 wiederzugeben, sondern auch wirklich kritisch zu sein und das Kritische auch dann wirklich durchaus in den Text einfließen zu lassen und dann letztendlich einen Standpunkt einzunehmen, der eben durch wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt ist. Also das ist für mich eine Herangehensweise, wie ich in dem Fall wissenschaftliche Meinung vertrete. Ich glaube, da kommen es kommen dann irgendwann die Unterschiede aus zwischen der Philosophie und Felder, die vielleicht eher in Richtung Hard Science gehen als wir. Weil ich glaube, bei uns in der Philosophie, und ich weiß nicht, wie es in der
die uns Sozialanthropologie ist, aber ich stelle es mir recht ähnlich vor, dass es verschiedene Theorien gibt, um gewisse Phänomene zu erklären. Und es ist jetzt nicht ganz logisch, dass eine objektiv richtig ist und die andere objektiv falsch. Also das ist jetzt nichts, wo du einen ganz klaren Beweis führen kannst, der was jeden Menschen überzeugt, unabhängig von alle Faktoren, die was du vielleicht nicht mitschwingen können. Also es ist, in der Philosophie geht es irgendwie einfach ganz oft darum, dass verschiedene Theorien das gleiche Phänomen erklären und irgendeine Theorie ist einfach plausibler als andere. Und wenn du glaubst, das ist die plausibelste Theorie, dann versuch, ob das stimmt und geh dem nach. Und im allerschlimmsten Fall machst du einfach nur eine falsche Theorie so plausibel, wie es nur irgendwie geht. Und dann hast du halt einfach geschafft, dass du die plausibelste Version von einer falschen Theorie hast und dann ist es halt nur umso klarer, dass sie halt einfach falsch ist. Also das ist halt einfach voll okay. Also ich finde, in der Philosophie, also die Philosophie ist vielleicht so ein bisschen ein eigenes Ding und vielleicht nicht notwendigerweise, aber es ist nicht ganz klar, welche Theorien es stimmen. Du kannst dir Commitments einfach aufnehmen, wenn du glaubst, dass das stimmt. Und dann bitte mach das und verteidige es mit ganzem Herzen und schau einfach, ob es funktioniert oder nicht. Oder so wäre mein Zugang. Und dann ist die Frage, na, welche Commitments nimmst du an? Und ich denke mir, das ergibt sich irgendwie alles von der Lore. Also du liest Literatur und es gibt Sachen, da glaubst du fix. Es gibt Sachen, da glaubst du auf keinen Fall. Und dann schaust, dann kontrollierst du halt, warum du das glaubst. Und ob es gute Argumente für das gibt, dass du das so glaubst und nicht anders. Und dann checkst du das halt aus. Und irgendwann stehst du da und hast offensichtliche Positionen. Das ist jetzt nichts, du musst irgendwie hergehst und sagst, ich bin Kantianer. Gehen wir mal durch, wie alle anderen, warum alle anderen falsch liegen. Sondern es ist mehr sowas wie, schauen wir uns an, welche Theorien gegenüber, keine Ahnung, moralische Verantwortung zum Beispiel, dass es gibt. Welche finde ich ist die plausibelste? Und dann irgendwann, indem du ganz viel plausible Sachen rauspickst, hast du irgendwann eine Position, die du vertrittst offensichtlich. Also jetzt durch Martins Antwort habe ich gemerkt, wie sehr meine eben durch die Philosophie geprägt wurde. Also in der Philosophie ist es auch okay, wenn man mal probiert, einen Standpunkt, den man eigentlich nicht vertreten würde, also so intuitiv auch mal zu versuchen zu vertreten, auch mal für etwas zu argumentieren, wo du da denkst, boah, normalerweise würde ich das nicht anfassen, einfach nur um zu schauen, wie weit du kommst. Also ich befürchte, das ist in Naturwissenschaften anders, da kannst du nicht 5 Messungen nehmen und schauen, ob du irgendwie die Mathematik dahinter so hinkriegst, dass sie das Ergebnis bringt, was du gerne hättest. Also es ist vermutlich keine gute Herangehensweise. In der Philosophie kann man das dann jedoch eher machen, um eben die Erkenntnis zu gewinnen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe die besten Argumente rausgesucht, die ich irgendwie finden konnte oder selbst mir überlegen konnte und es ist immer noch eine schlechte Theorie, lass mal sein. Aber es ist immer noch ein guter Erkenntnisgewinn für die Philosophie. Also da vielleicht unterscheiden zwischen, aus welcher Richtung man eben kommt. Ich kann da zustimmen. Also ich glaube, es ist auch gut, wenn man sich das mal von der anderen Perspektive anschaut. So etwas Ähnliches gibt es in der Mathematik auch. Also dass man sich einfach überlegt, okay, was passiert, wenn das jetzt nicht erfüllt ist? Wie schaut dann zum Beispiel die Funktion aus oder was für Eigenschaften hat das dann? Ja, ich glaube, das ist vielleicht für jede Studienrichtung eine interessante Perspektive. Nee, es ist auf jeden Fall eine, glaube ich, wichtige und interessante Debatte und ich finde an sich auch eigentlich, also das ist nur das gerade eben, also ich denke mir dann halt auch immer wieder, wenn es zu so einem Gespräch kommt, dass es auch manchmal ein bisschen auf der Uni Wien mehr so, dadurch, dass ja so ein breites Spektrum an Fächern angeboten wird, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr so interdisziplinärer Dialog eigentlich auch ganz interessant wäre, dass man sich mehr so zwischen den Fächern austauscht. Aber ja, weil es dann immer zu, was glaube ich auch sehr konstruktiv sein könnte. Und was ich nur ganz kurz hinzufügen würde für die KSA ist, glaube ich, halt wichtig, dass selbst wenn man ja halt eine These vertritt, eine Theorie vertritt, dass die Reflexion halt auch immer wichtig ist. Also über seine eigene Stellung, seine eigene Rolle im Feld nochmal nachdenkt, reflektiert und was so eigentlich auch das persönliche Verhältnis ist zu den Forschungsobjekten oder Subjekten eigentlich und dass die anderen Personen halt auch mit einbezogen werden. Dadurch, gut, ich meine, Anthropologie ist halt auch logischerweise die Wissenschaft der Menschen und es geht immer um das und die zwischenmenschlichen Beziehungen und ja, dass man darüber auch immer nachdenkt und dass man sich auch
dessen bewusst ist, dass was man schreibt, dann auch was bewirken kann und auch ja, einfach was bedeuten kann. Genau, wollte ich noch ganz kurz sagen.